Grüße euch zu den Tageskarten vom 5. Dezember 2016. Ich habe mich für Doreen Vitoué entschieden, Amors Botschaft und die Affirmationen der Wochenorakel. Ich reinige und kläre mich und meine Umgebung von den Resten meiner emotionalen und spirituellen Entwicklung. Ich ziehe nun wieder Leichtigkeit und Klarheit an. Ich heiße neue Aspekte meiner Persönlichkeit willkommen und freue mich auf meine neuen Entwicklungsschritte. Okay. Eine Karte nach der anderen, das wäre jetzt neue Freunde. Entschuldigung, Lebensmittelallergie. Heute ist der Wurm drin. Neue Freunde. Der Kreis deiner Freunde und Bekannten verlagert sich auf eine höhere Frequenz. Alte Freunde werden sich vielleicht verabschieden und neue Menschen kommen in dein Leben. Die Veränderung deiner Interessen und Prioritäten hat sich auf alle Bereiche deines Lebens ausgewirkt, da deine Gedanken und Gefühle sich immer mehr auf spirituell orientierte Themen konzentrieren. Siehst du jetzt nämlich denkende Menschen in dein Leben? Wäre schon von Vorteil, ne? Vielleicht wirst du feststellen, dass du dich nicht mehr so stark zu deinen alten Freunden hingezogen fühlst oder dass ihr nicht mehr so viele gemeinsame Interessen habt. Die Feen bitten dich, dir über diese natürlichen Veränderungen in deinem Leben keine Sorgen zu machen. Weder lehnst du deine alten Freunde damit ab, noch verurteilst du sie. Du machst lediglich Raum für Wachstum und folgst dabei dem universellen Gesetz der Anziehung. Gleichgesinnte Menschen ziehen sich auf natürliche Weise gegenseitig an. Wisse, dass du wunderbare Freunde verdienst, die dich inspirieren, unterstützen, verstehen und ergänzen. Schon von Vorteil. Es ist manchmal sehr traurig auch zu sehen, wenn man nach 20 Jahren Freundschaft feststellt, der kennt mich überhaupt gar nicht oder der akzeptiert meine Interessen überhaupt gar nicht, ja. Und manchmal lässt man dann einfach jemanden auch ziehen und das ist auch okay so. Affirmation. Ich bin dankbar für all meine hilfreichen und liebevollen Freunde. Also gerade diese Woche, ja, habe ich festgestellt, haben wir in beiden ist zweimal die Engelkarte gefallen. Eine ganz bestimmte. Und das sollte man auch tun. Ich habe noch immer gedacht, ja, ich gehe den Weg mit den Leuten, die kennen mich wenigstens, mit denen kann ich mich unterhalten und. Aber ich ziehe die gar nicht mehr. Merkwürdig. Okay, wow, super, toll. Cool. Unsere nächste war
höhere Perspektiven. Ja, vielleicht warst du auch die ganze Zeit in deinen Perspektiven eingeschränkt. Ja, man darf hier, also von meiner Mutter, da gehörte einfaches Kartenlegen mit dazu. Auch das selbstständige Denken, ja, dass man hier Emanzipation, dass man mit beiden Beinen auf im Leben steht und gewisse Sachen man sich nicht gefallen lässt. Und ja, irgendwo denkt man, ja, es ist endlich vorbei, es ging 10 Jahre gut und dann kommen da so Krumpel rein. Ja, das mag man nicht so, ähnlich wie einen hochgestellten Toilettendeckel von manchen Männern oder die Haare von der Frau im Waschbecken. Man weiß ja nicht, jeder hat so seine eigenen Macken, ja. Und einfach auch neue Perspektiven einzugehen, ja. Wenn ich mir überlege, ich habe da immer Bekannte versucht einzuspannen in meine selbstständige Tätigkeiten. Und ja, die mir am wichtigsten waren, die hat mein Nahrungsergänzungsmittel überhaupt nicht interessiert. Und mich dann mit dem Kartenlegen anfing, ist ja nicht schlimm, dass sie nicht dieselben Interesse haben, aber man muss sich dann auch nicht hinsetzen und es runterziehen. Oder dass er sich bei Familienfesten mit seiner Mama hinsetzt und dann die Schwiegertochter runterzieht. Also unmöglich. Ja, also wäre ich die Schwiegermutter, Schwiegertochter, ich würde dort nicht mehr hingehen. Ne? Das war auch ein Ding, ein absolutes No-Go, was er hier abgezogen hat. Da darf er gern der Türe draus bleiben. Okay, kommen wir zu unseren höhere Perspektiven. Ja. Wenn du mitten in einem Problem steckst, kannst du die Lösung oft nicht sehen. Betrachte deine Situation aus einer höheren Perspektive. Vielleicht erkennst du dann eine neue Möglichkeit, das Problem zu lösen. Fühlst du dich von einer scheinbar unlösbaren Situation überwältigt und geängstigt? Deine Angst und Anspannung führt unter Umständen zu einer negativen Besessenheit, bei der du ständig über das Problem nachdenkst. Obwohl du ununterbrochen nach Lösungsmöglichkeiten suchst, scheinen sich keine zu zeigen. Was dazu führt, dass sich Hoffnungslosigkeit in dein Bewusstsein ausbreitet. Ob deine Situation überwältigend oder eher belanglos erscheint, in jedem Fall fordert dich diese Karte auf, für einen Augenblick einen Schritt zurückzutreten, damit du leichter eine kreative Lösung finden kannst. Anstatt dich ununterbrochen mit dem Problem zu beschäftigen, stelle dir vor, wie du die Situation in die wartenden Hände des Himmels legst. Übergib die Situation komplett den himmlischen Mächten. Dann stell dir vor, wie die Feen dein Problem betrachten. Wie würde es aus ihrer Sicht erscheinen? Spüre das Gefühl von Vertrauen und Hoffnung, das die Feen dir schenken, und wisse, dass diese positive Gefühle nur Lösungen des Problems zum Gefühl des Problems beitragen werden. Und die Affirmation: Mein Herz, mein Verstand, mein Leben und alles darin befindet sich jetzt vollkommen im Frieden. Herrlich, 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 herrlich. Ja, es wird noch nicht besser, meine Erkältung.
aber ich bin jetzt definitiv der Meinung, die letzten 14 Tage waren zu lang. Ich habe uns noch eine Engelkarte gezogen, was ich hier wunderschön finde. Die kam auch drin vor. Scheira. Herzensentscheidung. Und als Tageskarte zeigen Sie Liebe und Wärme. Öffnen Sie sich der Sympathie, die Ihnen entgegengebracht wird. Die mögliche Gefahr, von anderen die gleiche Lauterkeit zu erwarten und ausgenutzt zu werden. Shaira öffnet ihr Herz, stärkt ihre Liebesenergie und ermutigt sie, Gefühle hingebungsvoll fließen zu lassen. Kommen wir noch zu unserer Amors Botschaft und, oh, super. Wirf all deine Bedenken über Bord. Lass dich in meine Arme sinken. Hier, und lass mich nie wieder los. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Denkt dran, morgen ist Nikolaus.